Ja, also lieber Martin, vielen Dank. Ja, super, ja. Das sieht gut aus, ja, genau. Das hört man gut. Also lieber Martin, vielen Dank für das kurze Interview. Erster Messetag kann man natürlich noch nicht viel sagen, aber die Initiative von CAS ist ja eher Richtung XRM, sich zu entwickeln. Gibt es da ein paar Sachen, wo du sagst, das sind die Highlights, die CAS jetzt die nächsten Tage hier vorstellt, beziehungsweise die nächsten Monate vorstellen wird? Ja, wir haben ja hier auf dem CeBIT-Messestand in Hannover einen ganz neuen Stand und unser Oberthema heißt Customer Centricity. Und Customer Centricity ist einfach eine Unternehmensstrategie, wo sich das Unternehmen komplett Richtung Kunden ausrichtet. Und ein Werkzeug dafür, von vielen Werkzeugen, ist eben XRM. Und unsere XRM-Lösung ist natürlich auch eine ganz besondere, nämlich eine, die auf Apps basiert und die mit einer Technologie Smart Design auf allen mobilen Clients läuft. Und eben auch, ja, wir haben Native Clients für iOS, für Android, für Windows 8 und haben einen Browser Client und jeder Kunde hat sozusagen seine spezifischen Apps zur Verfügung, die er sich aus dem App Store herausholt. Centricity ist ja jetzt erstmal ein schönes englisches Schlagwort. Es geht dann in Richtung Adressqualität, es geht dann in Richtung Prozessunterstützung und wo geht diese Centricity sozusagen nachher in den Rollout aus? Ja, das Centricity ist in Wirklichkeit die komplette Ausrichtung des Unternehmens in der Unternehmensstrategie auf den Nutzen für seinen Kunden. Geht ihr dann auch in meinen Bereich rein, dass ihr den Kunden dann auch beratet sozusagen? Oder wie ist das mit der Akademie dann positioniert? Muss ich natürlich neugierigerweise fragen. Ja, wir werden tatsächlich eine eigene Firma gründen, die Customer Centricity. Eine Customer Centricity Firma, die Customer Centricity Bedürfnisse wecken soll. Und zwar wollen wir ein Reifegradmodell machen, wo wir zeigen, wo ein Unternehmen steht und wie es sich weiterentwickeln kann. Und an der Stelle können wir dann super gut auch mit dir zusammenarbeiten. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt dieses Interview an dieser Stelle machen, ja, weil jetzt wird es geheim für die anderen. Genau. Ich habe natürlich auch so ein Modell entwickelt, das sollen wir mal zueinander legen. Das sollte man dann unbedingt miteinander sprechen, genau. Und ansonsten haben wir noch so ein paar ganz spektakuläre Sachen, wie zum Beispiel Smart Search, eine Google-like-Suche, die extrem schnell im gesamten Datenbestand sucht und die Informationen sortiert nach dem, was man voraussichtlich gerade braucht. Also wenn ich jetzt im Moment gerade nach Blumen suchen würde, dann würde ich nicht irgendeinen Blumen finden, sondern genau dich, weil ich gerade mit dir einen Termin habe. Das finde ich cool. Genau. Also, da bin ich ja sehr gespannt. Also Smart Search ist das eine. Ich habe gesehen, Firmeninfo. Ja, genau. Es gibt unser Unternehmensverzeichnis EBIT, die eindeutige Unternehmens-ID. Mhm. Und dort haben wir eine Kooperation mit der Schufa, wo man unter anderem die Kompaktauskunft hat. Man verknüpft die eigenen Adressdaten mit dem Unternehmensverzeichnis und kann ab dann die Adressänderungen automatisch pflegen lassen im CRM. Also die Daten, mittelständische, kleinere Unternehmen, ja, so ein bisschen Schwierigkeiten mit Adressqualität. Genau, die Adressqualität ist eines der größten Probleme von allen CRM-Systemen. Und wir unterstützen dabei, dass die Adressdaten automatisch gepflegt werden und man sie anreichern lassen kann, um Informationen wie aus Social Media oder Pressemitteilungen der Unternehmen, Geschäftsführerwechsel, okay, Handelsregisterauszug. Ja, das wäre jetzt naheliegend, aber auch Social Media ist klar. Genau. Ja, dann sage ich mal auf der schnellen Ebene vielen Dank. Okay. Vor allem eine gute Messe und vor allem auch gute Erholung erstmal. Vielen Dank. Genau. Danke.